weiter bei VLDC11. Der Stevie ist auch wieder dabei. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen Hallo. Verbindungsprobleme. Also es kann sein, dass man ihn nicht optimal hört, aber er ist da. Ja. Okay, genau. Wir sind, ach, wir waren ja hier richtig. 11. Platz. Stimmt, das war ja die Geschichte. Genau. Ja, dann gehen wir rein und gucken uns das mal an, wie schön das Ganze wird. Hast dich wohl auch vom letzten Level erholt. Auf jeden Fall. Obwohl, nein, du hast ja Kaiserex gespielt. Sadia's Hack. Ja, okay, das ist ja. Das stimmt. Enemy Vanish Switch, okay. Ah, der haut jetzt ab. Ja, okay, ich verstehe. Mhm. Okay, interessant. Oh Gott, okay, das ist jetzt erstmal Survival. So ein Aufzug-Survival-Hilfe. Okay, jetzt kann ich hier rüber. Okay. Nein. Ja, und falls ihr euch wundert, dass die Musik ein bisschen leiser ist, ich habe, wie gesagt, dadurch, dass man Stevie nicht so gut verstanden... Ah, wait, da muss ich nachher das... Ich muss erstmal wahrscheinlich ganz nach links. Rechts. Ach. Die Links-Rechts-Schwäche. Ja, die ist sowieso. Die ist immer am Start. Hier komme ich auch noch nicht runter. Okay, ich verstehe schon. Wir gehen jetzt erst komplett hier rüber. In diese Richtung. Und dann gehen wir wahrscheinlich wieder zurück. Und dann ist da alles anders. Ja, hier komme ich auch noch nicht durch. Genau. Ja. Und jetzt wird alles umgestellt. Plopp. Aber wofür kann ich jetzt hier on-off drücken? Oh, jetzt sind hier die Sachen auch weg. Oh, jetzt sind hier die Gegner auch weg. Okay. Oh mein Gott. Ja, alle Sprites sind weg. Dafür kann ich on-off drücken. Danger Spikes. Hast du eine Ahnung, wie das mit den Sprites funktioniert? So, ich dachte erst kurz ja, aber ich glaube nein. Weil man berührt ja tatsächlich nur die Stelle und es ist alles weg. Ich dachte erst, das ist so dieses typische, man berührt etwas und dann fährt es runter, aber das ist es ja nicht gewesen. Aber ich denke schon, dass es so ein Schalter halt auch, also diese Schaltertechnik auch wieder, oh mein Gott, aua. Diese Schaltertechnik irgendwie wieder ist. Wie es jetzt schon öfter benutzt wurde in irgendeiner Form. Aber sicher bin ich mir nicht. Yikes. Das mit dem Sprite-Star lasse ich ein bisschen weiter rumrätseln. Okay. Ich dann später verraten. Okay. Es kann ja nichts wahnsinnig Kompliziertes sein. Es kann ja zum Beispiel kein ASM sein oder so. Nee. Muss ja was sein, was man über Lunar Magic einstellen kann. Okay, jetzt gucken wir mal. Also, es scheint nur diese eine Fläche zu sein. Noch ist alles normal. So. Sehe ich das zufällig irgendwie, wenn ich... Nee, wahrscheinlich sieht man es nicht. Es muss wahrscheinlich auch... Also, es ist ja in einem anderen Screen, ja. Jetzt berühre ich diese Stelle. Ich könnte mir nur vorstellen, dass da irgendwie solche One-Up-Dinger gesetzt werden, dass die irgendwas auslösen. Aber... Warum das dann alles verändert, ist schon auch interessant. Also irgendwas muss da drunter sein. Ah, warte, kann ich das sehen? Kann ich sehen, ob da was drunter ist? Ach, scheiße, die Tasten sind nicht mehr. Ich wollte jetzt hier Dings umstellen. Das geht wahrscheinlich... Weiß ich gar nicht. Geht das hier? Gibt es das hier? Suche ich jetzt nicht. Bei Zetsis konnte ich ja... Ist nur nix. Bei Zetsis... Ja, genau. Sollten das die 1, 2, 3, 4 Tasten sein. Echt? Aber die haben jetzt hier nichts gemacht. Oh shit, ich verstelle hier irgendwelche Dinge. jetzt kann ich nicht mehr steuern. Jetzt kann ich wieder steuern. Okay, 6 sollte ich nicht drücken. 6 switcht von Keyboard zu Joypad. Ganz schlechte Idee gewesen. Was nee, ist nichts darunter. Nee, das scheint es auch nicht zu sein. Nee. Nee, ich drück lieber nichts jetzt, weil ich nicht weiß, was die verschiedenen Shortcuts machen. Okay. Ja, und jetzt, wenn ich draufgehe, ist alles... Ja, jetzt sind die alle weg. Und jetzt ist ja einfach eine Röhre aufgetaucht. Also, es verändert ja schon sehr viel. Während vorher hier... Ach so, nee, es macht nur die... Die Röhre war schon da. Es macht nur die roten Blöcke weg, okay.
Also es löscht die Sprites. Also aus irgendeinem Grund sammelt man dann noch irgendein Sprite auf, sodass alle anderen Sprites einen Abflug machen. Ich gehe jetzt nur mal kurz bewusst hier nach hinten. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das alles ist, was es verändert. Aber scheinbar doch. Okay. Ja. Da hätte ich jetzt ja noch einen Mond oder sowas hin. Aber nee, man kann wahrscheinlich nichts anderes mehr hinsetzen, weil ja die Sprites gelöscht werden. Wahrscheinlich gibt es danach nicht mal mehr die Möglichkeit, dass noch Sprites existieren. You must kill an enemy, items and platforms count two before being able to grab a throw block. Ja, das ist okay. Also es wird wahrscheinlich so wie hier irgendwie über Sprite Limitations funktionieren. Weil hier zum Beispiel auch, normalerweise müsste ich den Throw-Block ja einfach nehmen können, aber hier müssen jetzt so viele Sprites in der Gegend sein. Nur ein Cooper kann das ja, ja nicht auslösen. Die Münze, ich muss wirklich komplett alles aufsammeln. Erst dann geht das. Interessant. Jetzt kann ich den auch nicht nehmen, solange der aktiv ist. So lang rumgerätelt, die geht die Zeit aus. Ja, das macht ja nichts. Ah, ne, wir hatten keinen Midway Point, ne? Okay. Dann muss ich das kaputt machen. Gut. Ah, da war Midway Point. Du hörst mich noch gut, oder? Ja. Okay, gut. Ich glaube, ich habe gerade Midway Point ausgelöst, weil ich gerade so einen Pilz ausgelöst habe. Denn normalerweise sind das so kleine Midway Points auch. So, also zumindest so Zwischenabschnitte. The exit is closed. The key is in the next room. Bring it here so the exit will open. Okay. Das werden wir jetzt in der Zeit nicht mehr schaffen, aber ich guck mal, wo ich jetzt lande, wenn ich... Ach, die Dinger sind... jetzt kapiere ich das Solid to Mario only. Die Gegner fallen durch, aber ich nicht. Ich bin dem Freund nämlich alles ausgewichen. Das hätte ich gar nicht machen müssen, ich Trottel. Ja, okay. Mal wieder Five Head hier. Ja, ich bringe mich mal um und guck mal, wo ich lande, weil von der Zeit her wird es jetzt hier nichts mehr. Von der Zeit her wird es jetzt nichts mehr. Ja, genau. Okay, sehr schön. Checkpoint Door. Genau, perfekt. Okay. Hörst du mich denn noch gut? Bitte? Ja, die Frage war, ob du mich noch gut hörst. Es geht. Okay. Einigermaßen. Okay, na gut. So. Ja, ihr könnt da rumhüpfen, so viel ihr wollt. Tschüss. Aua. Okay, da ist der Schlüssel. Okay, und der Schlüssel ist... Ach nee. Ich dachte jetzt, der Schlüssel ist auf so einer Plattform, die alles auslöst, aber ich kann ja hier einfach durch. Key required. So, Abflug. Bossfight. Wen haben wir denn da jetzt eingebaut? Kann doch... ich wollte gerade sagen. Kann doch eigentlich nur... Natürlich, ich töte den Cooper und der Schlüssel fällt. Also hier wurde sehr viel mit Sprite-Geschichten gearbeitet. Ich weiß noch nicht in welcher Form oder wie, aber hier wurde sehr viel mit Sprite-Geschichten gearbeitet. Das passiert jetzt auch immer wieder. Kann ich das eigentlich direkt... Ah ja, ich muss erst den Schlüssel killen, dann taucht der Cooper wieder auf. Und dann kommt der Schlüssel wieder. Es ist sehr interessant. So, tschüss. Okay. Nice. Gut, dann verrate ich mal, wie das funktioniert. Offscreen wurden ganz viele, also mit dem Enemy Vanish Switch, es wurden offscreen ganz viele Schlüssel gesetzt. Mhm. Und der Schlüssel ja nicht despawnen, bleiben all die anderen Sprites gelöscht.
Ah, okay. Aber was passiert, wenn man auf diesen, auf diese Stelle drauf geht? Sammelt man tatsächlich so eine Art One-Up-Ding ein? Das ist nur eine Illusion. Es muss, die Stelle wurde so Ach gesetzt. so, dass genau an dem Moment die Schlüssel reingeladen werden. Genau. Ah, okay. Und das ist der 13. Platz, glaube ich. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, hoppala. Aber ich habe gesehen, wir müssen alles einsammeln. Also da gibt es wieder alles jetzt. Aber ja, kann man verstehen, warum das Elfter geworden ist. War schon ein sehr, sehr kreatives Level. Das Level ist vom Blind Devil. Er hat die Musik, die er gerade hört, komponiert, die auch der Title-Screen von diesem Hack ist. Ah, ich wollte gerade sagen, die kommt mir total bekannt vor. Aber stimmt, die hört man im Title Screen. The switch you just pushed has drained the water. Ach so, ja, ist halt eine Messagebox. Natürlich hatte das Wasser abgesinkt. Aber ja, kann man dann so auch noch einbauen. Gar nicht mal doof, das als Switch zu verkaufen. Ja, und jetzt muss ich das Wasser wahrscheinlich wieder aufladen und das. Okay. Genau, jetzt steigt das Wasser wieder und wir landen einfach in einem neuen Raum, wo das Wasser wieder drin ist. Das ist. Oh, ich muss da durch! Okay. Das ist cool. Nach. Das ist von der Idee her echt cool. Ja, doch. Wait, wie komme ich jetzt. Ah, ne, hä? Ich will da gar nicht mehr hoch. Ich dachte, war da nicht gerade eine Yoshi-Coin? Hab ich da nicht. Egal. Ach, hier. Ja, die ist ein bisschen höher. Okay, dann komme ich von oben runter. Oh, shit! Von der anderen Seite komme ich da ran. Ich verstehe. Na. Jetzt muss ich da erst nochmal durchkommen. Okay. Ah. Verstanden. Gut. Verstanden. So. Sehr schön. Okay. Okay, da komme ich noch nicht durch. Das ist an der Stelle wieder Mario hat interessant. andere Farben. Ja, genau, ich wollte gerade sagen. An der Stelle nur wieder interessant rauszufinden, war das gewollt, dass die Farbe sich ändert oder ist es durch die Änderung von dem zum Beispiel passiert? Nee, Mario hat eine ganz neue Palette. Okay. Jetzt muss das natürlich wieder eine Messagebox sein, die das Wasser verschwinden lässt. Genau, okay. Oh, das war doof. Hier funktioniert es. Und jetzt kann ich hier nämlich durch. So, und jetzt brauchen wir wieder dann. Halt, wir fahren da jetzt mal wieder hoch. Nicht, dass wir wieder was verpassen. Ja. Ah, okay. Immerhin schon mal gesehen, den Mond. Ich brauche einen P-Switch. Das ist auf der Seite. Ach so, die andere Seite. Okay. Gut, dann holen wir uns mal einen P-Switch. Okay, da könnte ein P-Switch drin sein. Dann komme ich da jetzt noch nicht ran. Okay. Jetzt geht das Wasser wieder hoch. Nein! Die falschen 50%. So. Okay, ah, jetzt muss ich den Block mitnehmen und krieg damit den P-Switch hier drüben. Scheiße. Ja, chill mal. Nein, ich kann nur einen Block mitnehmen. Oha, auch noch eine Challenge hier ranzukommen. Ach, komm schon. Yes! Nein! Yes. So.
Ah, das war schlecht. Das wird zeitlich nicht funktionieren. Vielleicht schon? Nee. Ah, scheiße. Okay, also erst drücken. Oh, come on. Erst drücken hier drüben, weil dann werde ich mit dem Wasser zurückgedrückt. Dann ist es... Ah! Dann ist es deutlich leichter, an die Yoshi-Coin noch ranzukommen. Ach Gott. So, jetzt aber. Alter! So. Okay, wir haben alles. Sehr schön. Juhu! Ja, das war ein schönes Level. Ja. Finde ich auch. Blind Devil 14. Lirisovar hat das genannt. Okay. 14. Genau. Gut. 69. Stimmt. Jetzt gehen wir noch hier hoch. Ich glaube sogar, der... Das, ja, ah ne, egal. Ich dachte, das wäre der 69. Platz. Da hat wieder jemand keinen Namen angegeben. Wir spielen Level Entry von Flabord. Ich glaube, den 69. Platz hatten wir sogar schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwann gelesen oder ich habe es mir eingebildet. Jetzt kann ich gleich wieder... Gleich wieder Vergleiche anstellen. Wow, okay. Ob das Level wirklich den 93. Platz meiner Meinung nach verdient hat. Aber wir werden sehen. Weil bisher finde ich es gar nicht mal so schlecht. Aber mal gucken, naja, was sich dann noch so entwickelt. Naja, also es ist, es hat bisher keine Fehler. Was noch wird, weiß ich nicht, aber es hat bisher zumindest mal keine Fehler. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum man hier am Netz so, das ist irgendwie, ach so, ja doch, verstehe schon, falls der Switch nicht ausgelöst ist. Okay. Ist da oben noch irgendwas? Ja. Oha. Da drüben kann ich rein, okay, Moment. What the heck? Okay, hier wird man mit Power-Ups zugebuttert. Jetzt kann ich hier hoch? Kann ich alle Geister killen? Noch eine Blume? Ja, okay, also Power-Up-Spam ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, nicht so gut ankommt. Ach, ich will die Feder ja lieber mal behalten. Ich finde, solche Level sind ein bisschen unfokussiert. Ja. Natürlich noch eine Blume. Okay, da ist die Yoshi-Coin. Ja, es ist schon sehr wirr gebaut. Kann ich hier durch? Ja. Es ist ziemlich wirr gebaut, das stimmt. Okay, hier ist jetzt ein Midway Point. Ich will erstmal noch gucken, ob wir noch irgendwo eine Yoshi... Ja! Dann nehmen wir die nämlich gleich noch mit. So. Jetzt kann ich hier hoch, theoretisch. Jetzt ist dann neue Feder. Die nehme ich doch gleich mit. Kann ich mich einmal treffen lassen. So. Ja. Bei mir flackert gerade das Licht. Und es ist übelst heiß draußen. Ich hoffe, es gibt keinen Stromausfall. Okay, alles klar. Das kommt bei uns hier oft vor. Zu oft. Ah, okay, ich verstehe. Ja, also ich weiß so Bescheid, oft, wenn ja, du weg bist. Da ist noch eine Yoshi-Coin. Ja. Wegen der Hitze, ja. No, ja, komm, jetzt ist es auch egal. Ich habe, glaube ich, mit der Feder alles gemacht, was ich machen wollte. Ach, meine Güte. Okay, da ist die letzte. Gut, wir haben alles raus hier.
Ja, es ist, ja. Gab's keinen Mond? Es ist, bitte? Gab's keinen Mond? Ich, hab ich den nicht eingesammelt? War das eine Yoshi-Coin, an die ich mich erinnere? Ich dachte, der Mond war zwischen zwei so Pfosten gewesen. Also wir können mal gucken, aber ich glaube, ich habe einen Mond eingesammelt, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Ansonsten muss ich nochmal rein. Weiß nicht. Ich meine mich an einen Mond zu erinnern. Ja. Ah, dann habe ich da wegen dem Lag nichts gesehen. Okay. Das stimmt, das war kurz nachdem du gesagt hast, hier flackern das Licht und so weiter. Okay. Mhm. Mecha Mountain von Furpy McFrosting, 58. geworden. Okay, das sieht schon wieder cool aus. Aber wahrscheinlich ist dann so das Aussehen auch das Beste an dem Level. Mal gucken. Aber ja, das von gerade, ich kann die Platzierung schon jetzt besser nachvollziehen. So, am Anfang sah es eigentlich ganz nett aus, aber es hat sich dann doch in ein sehr verworrenes Level-Design irgendwie entwickelt. Ja. Yeah. Aber das hier gefällt mir schon wieder. Ich verstehe noch, hier verstehe ich noch nicht so ganz, was negativ geworden ist, aber wir werden sehen. Vielleicht kommen ja noch Dinge, die negativ zu werten sind. Aber bisher finde ich... Die Judges bevorzugen Gimmicks, die durch das ganze Level benutzt werden. Okay. Das wirst du dann schon bei den Top 10 sehen. Und hier ist kein Gimmick, oder wie? Es ist einfach gewöhnliches Plattforming. Ja, okay. Also, ich denke, dass die Judges schon einen kleinen Bias haben für Level. Okay, ja. Oh shit, das war doof. Okay. Vor allem, weil ja Marcel in diesem Contest dabei war. Mhm. Bei den Judges. Aber ich muss sagen, also das Level hier gefällt mir. Vor allem auch hier wieder sind so viele Grafiken, wo ich schon den Vanilla-Dings drin sehe, aber die sind echt gut verwendet worden. Also es wirkt eigentlich wie teilweise neu gepixelt, was es natürlich nicht ist, aber es wirkt so. Nee, finde ich, auch durch die Palette wahrscheinlich. Okay, da unten war safe was anderes, weil jetzt hier oben geht es scheinbar weiter. Dann muss ich hier rüber nochmal. Dann ist da wahrscheinlich was. Ja. Und ich mag auch die Yoshi-Coins, die sind gut platziert. Die haben so eine kleine Extra-Challenge immer. Doch. Also, gefällt mir gut das Level. Ach ja, noch ein kleiner Fun-Fact. Mhm. Für den Contest durfte man ja nicht mehr als 500 Sekunden haben. Ja. Und es gab ein Level, das 501 Sekunden hatte. Weißt du, was mit dem Level passiert ist? Nee. Disqualifiziert. Aber was heißt, es hatte 501 Sekunden? Also ich brauche doch auch manchmal länger wie die 500 Sekunden. Ach, aber der hat ja dann 501 eingestellt, oder was? Ja. Aber man hätte es doch auch in weniger schaffen können, bestimmt. Nee, es wurde disqualifiziert, weil es mehr als 500 Sekunden Zeit hatte, das Level. Hätte man da nicht einfach sagen können, reich's nochmal ein mit 500 Sekunden? Ja, weiß ich nicht. Also, hä? Also keine Ahnung, da baut vielleicht jemand das übelst krasse Level, vertippt sich dann oder so, weil beim Einstellen der Zeit mit 501... Nee, das war schon Absicht. Ja, wollte der dann... Aber, warum war das Absicht? Wollte der dann damit trollen oder was? Ja, aber das dann disqualifizieren, weiß ich nicht. Ja, also... Pff. Weiß ich nicht. Ich meine, wenn man sagt, es würde ein Computerprogramm, würde die Entries verwalten. Und du sagst halt als Grenze... ist die Zahl nun mal 500, dann würde das Computerprogramm natürlich alles aussortieren, was über 500 ist. Insofern
rein, wenn man es jetzt... Oh, scheiße. Ach, ich muss hier warten. Verstanden. Rein juristisch betrachtet hat man sich ja an Recht und Gesetz gehalten. So, 500 ist Grenze, okay, dann ist 500 halt 500. Aber es ergibt halt keinen Sinn. Ja. Vor allem, dass das Level hätte halt... Ach, also, haben die sich das Level gar nicht angeguckt? Haben die es gleich aussortiert? Das weiß ich nicht. Also weißt du noch, welches das Level war? Weil das würde ich mir dann unbedingt anschauen wollen. Falls du noch wüsstest, welches das ist und irgendwie einen Link dafür hast, dann würde ich mir das gerne anschauen. Ich schau mal kurz nach. Ich glaub, also muss nicht jetzt sein, nur grundsätzlich. Nur grundsätzlich. Ja, ich glaube, jemand hat die schon hochgeladen, die disqualifizierten Level. Okay. Das Level ist übrigens 12. Platz. Ja, hat denen jetzt das Gimmick gehalten. Wahrscheinlich gefallen von Dings, ne? Dass man immer diese Statuen benutzen muss. Und die Conveyor Belts, ja. Weil diese ansonsten muss ich sagen, designtechnisch hat mir das andere Level besser gefallen. Aber gut, ich bewerte ja nicht. Ich spiele. Das andere Level, das war ja 11. oder nicht? Nee, das von gerade. Das mit dem. Ach so. Das war ja irgendwas 50. Wo du ja meintest, ja, das hat halt kein Gimmick. Ich meine, das ist auch schön. Schlecht ist es nicht, aber... Naja, egal. Der springt nicht. Ach, der springt nicht. Ja. So einer ist das. Dann muss ich da warten, okay. Ah, jetzt springt... Ach, er springt nicht, solange es fährt. Ah, I see. Okay, tschüss, Poki. Also, ich mag das Wort Gimmick eigentlich nicht so. Ja. Es sind Mechaniken. Ja, genau. Also es ist... Wo das Level drum gebaut wurde. Unter Gimmick verstehe ich auch eher so Sachen wie irgendwie... Ja, wie drücke ich das jetzt aus? Keine Ahnung, du hast einen Doppelsprung oder sowas. Halt irgendwelche... Ja. Das ist für mich ein Gimmick. Nicht was, was man jetzt... Ja, aber gut, das ist jetzt einfach nur die Definition vom Begriff Gimmick, so das kann jetzt jeder definieren, wie er möchte. Ja. So, let's go. Geh nicht in die blaue Röhre, das hätte ein bisschen besser machen sollen, weil das führt dich zum Checkpoint zurück. Ach, das ist hier der Abschnitt, wo der Checkpoint war und wir gehen jetzt zurück. Das erklärt, warum der Poki an der einen Stelle runtergefallen ist. Weil er jetzt dann nämlich... Ja, jetzt hat er hier nämlich einen Sinn. Ich habe mich schon gewundert, was der da sollte. Okay. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich in die Röhre gekonnt, aber ja... Wenn man da schon durch kann, dann sollte man das auch mal kurz untersuchen. Jux! Ich dachte nicht, dass das so weit runterfährt. Moment, Moment, Moment. Ja, aua. Ach, das ist nur ein Pilz da oben drauf. Okay, I see. Okay, jetzt wird's interessant. Okay, alles klar. Das artet ihr, mein Gott! Nein, das wird wehtun. Ja. Das artet hier ja aus. Ja, wie komme ich denn jetzt darüber? Kann ich jetzt da drauf? Nein, schade. Jetzt. Ah, die Münzen kommen mit hoch. Okay. Oh Gott. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay, gut. Puh. Der zweite Teil hebt sich nochmal deutlich hervor. LOL! Das war ein bisschen laut, I'm sorry. Aber ich bin ein bisschen... Ach ja, und ich glaube, dieses Level hat auch diesen Bug, wo die Yoshi-Coins nicht richtig gespeichert werden. Ach, cool! Gut. Genau wie das Seelenlevel, das war auch buggy. Aber wir haben alle 5. Ja. Damit ist es in Ordnung.
Wie soll ich denn jetzt? Ja, wie wird. Nö! Nö! Wie haben wir uns das denn vorgestellt? Jetzt. Ach so, ja, okay, ich muss jetzt drauf. Ist in Ordnung. Mhm. Ja, ist okay. So. Gut. Ja, aber immerhin war es möglich, alle Yoshi-Coins einzusammeln. Das war ja damals bei dem, wo es buggy war, irgendwie nicht möglich. Ja. Weißt du ja, manche irgendwie nicht angezeigt hat. Erst dann nachher. Okay, schön. Ja, doch. Also 12. Platz finde ich krass gut verglichen dafür, dass zum Beispiel der Kollege wieder 58. geworden ist. Aber gutes Level auf jeden Fall. Keine Frage. Keine Frage. So. Ambrose Asylum oder Asylum, glaube ich, spricht man es aus. Asylum. Von Blizzard Buffalo 56. geworden. Jetzt kann ich gleich wieder Vergleiche anstellen. Welcome to Ambrose Asylum. Enjoy your visit and don't get a buzz sawed by a dirty deeds. Okay. Okay, ich kann hier nicht weiter. Ich glaube, das Level soll eine Referenz zu WWE sein oder so. Zu was? WWE. Wrestling. Ach so. Unter WWI habe ich jetzt nämlich World War 1 verstanden. Und dann dachte ich so, hä? Was hat das mit World War 1 zu tun? Weil den schreibt man ja auch WWI. Ja, WWI. Ich meine, es ist halt das Römische, Römisch 1 und kein I, ne? Klar, aber... Okay. Ah, Wrestling, okay. Ich erkenne total viele Wrestling-Referenzen auch, ja. Ich auch. Sehr viele, alle. Aber wie kommst du drauf? Hat es der Ersteller gesagt oder? Aua! Das wurde in den Kommentaren von jemand anderem geschrieben, glaube ich. Ah ja. Okay. So. Beim SSB-Rocker, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ja, Grüße gehen raus. Wenn der das erkannt hat, dann ist das so. Also nicht er, jemand in den Kommentaren. Ach so. Ja. Aua. Ah, die Palette mag ich gar nicht. Aber okay. Das sieht irgendwie, dafür, dass alles hier so deutlich und bunt ist und jetzt kommt so eine komische Brücke. Aber ist egal. Ist jetzt nicht wichtig. Ach, ich mach. Wie oft mache ich diesen blöden. Ich bin einfach blöd. Ich will weg damit. Weg mit der Shell. Einfach weg mit. Ich will dich gar nicht behalten. Weg damit. Okay, wir machen das nochmal neu. So, tschüss, Shell. Wenn ich mich wieder selbst veralbert. Aua. Aua. Hier wäre es jetzt auch ganz schlecht, wenn man sich unten nicht festhalten könnte. Wo du ja meintest, da hattet ihr diesen Bug oder so. Die ist jetzt kurz. Ach, das war bei der langen. Ja. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ich wette, ich habe was verpasst. Irgendwo kann man doch hier bestimmt safe hoch. Und wenn nicht, dann verschwende ich jetzt Zeit. Nein, komm wieder her. Oh Gott. Also wenn da oben kein aber Secret manchmal, ist... bin ich manchmal sauer. Werden die trotzdem lang, manchmal sind sie kurz. Ich weiß nicht, wovon das abhängt. Das ist kein Secret hier. Ach, du willst mich doch veralbern. Okay, dann können wir auch hier bleiben. Gut. Ich hätte da ein Secret hingepackt. Naja. Wäre da unten jetzt was gewesen? Nein, okay. Ich glaube, in dem Level gibt es ein Easter Egg oder irgendwie sowas. Ja, also Mensch. Nicht wo. Muss irgendwo runterspringen. Ja, super. Hier kann ich auch theoretisch runter. Aber da war auch nichts nach. Nee. Aber dass man nicht runtergucken kann, ist. Nee, hier hängt man auch jetzt fest. Super. Ja, toll.
Da wird man noch für seinen Erkundungswillen bestraft. Okay, hier kann ich runter. Ja, aber ich hätte auch da oben weiter... Ah, okay. Das ist schon mal gut. Okay, das war auch nur für die Yoshi-Coin. Ist in Ordnung. Aua. Ja, ist ganz schön viel los wieder in dem Level. Okay. Ach so, hier geht's. Ach so. Ach so. Oh. Auch blöd. Wie, was? Ja, ich bin doof. Ich hab nicht nachgedacht. Kann ich hier rein? Nein, okay. Zweiter Teil. Ich hoffe, wir sind zeitlich noch ganz gut, aber wir haben gerade mal die Hälfte. Das sollte machbar sein. No! Kann ich hier runter? Nö. Okay. Kann ich hier runter? Nö. Okay, ich gehe mal davon aus, dass es schon ein findbares Secret ist und man nicht komplett weird irgendwo runterspringen muss. Alles andere wäre schon ein bisschen komisch. Weiß ich nicht mehr. Ja. So, vierte Yoshi-Coin. Hier muss ich runter. Aua. Okay. Pilz. Hä? Ich kann Sägen kaputt rutschen? Das habe ich ja, bestimmt schon. Immer. Das habe ich bestimmt schon gewusst, aber ich bin gerade wieder aufs Neue erstaunt. Aber hier könnte was sein. Ja. Aber das, ja, okay, okay. Aber das war schon. Das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass da was ist. Oh, ach, der da Mond. Ist es, genau. Ach nee, hä? Der Mond. Oh. Super. Here lies Ambrose Asylum Bugfreak. You are not allowed to steal his moon lamp. Okay, ich darf den Mond nicht nehmen. Okay, ja. Das war das Easter Egg, das ich gemeint habe. Ich glaube, das soll auch eine Reference sein oder so. Ja. Ist Bugfreak, dann ist das irgendein Wrestler oder? Das interessiert mich jetzt. Ach, scheiße. Aber vielleicht hat es dann dem Wrestler gewidmet, der irgendwie, weiß ich nicht, gestorben ist? Wobei es hieß 2001 bis, oder was war da für eine Zahl gestanden? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also irgendwas hat er da jedenfalls, irgendjemanden hat er da verewigt. Okay, keine Ahnung, ich kann nichts finden. Ah, okay. Also was, alles gut. Time 69. Nice. Und 68 Coins. Und 68 Coins. Oh, das hätte ja fast eine Punktlandung sein können. Na gut. So. Dann schließen wir den Part hier ab. Nächstes Mal gibt es den Rest von der Welt. Dann sind wir hier auch schon durch. Ja. Allerdings drei Level kommen noch. Die sind bestimmt noch ein bisschen, haben bestimmt noch ein bisschen Umfang. Pokerface hat das nächste gebaut. Okay. Metallic Metropolis. Na gut. Ja, waren schöne Level in dem Part. War ein schönes Level. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.